Jetzt ist es endlich raus. Das ganze Internet hat darauf gewartet. Nun hat ein AfD-Politiker sich die Zeit genommen, die Samthandschuhe sozusagen ausgezogen und ist mit Robert Habeck heftig ins Gericht gegangen. Er hat eine Abrechnung veröffentlicht, welche gerade eben in den sozialen Medien, aber auch im Internet allgemein millionenfach geteilt wird. Und ich habe mir natürlich gedacht, diesen Sonntag, wie kann ich Ihnen diesen Sonntag versüßen? Da müssen wir jetzt gemeinsam dieses Video anschauen. Und ich verspreche Ihnen, dieses rhetorische Feuerwerk, diese brillante Abrechnung, wo Robert Habeck endlich so richtig auf die Mütze bekommt, er hat so richtig kassiert, das wird Sie sicherlich begeistern. Lassen Sie aber noch ein Abo da, so verpassen Sie doch überhaupt keine Videos mehr von mir in Zukunft. Und wir schauen jetzt in dieses brillante Meisterwerk. Egal ob in den immer gleichen Talkshows oder in anderen Sendungen, einer ist schon immer da und das ist Robert Habeck. Jeder Sessel und jedes Mikrofon werden für ihn freigehalten. Dabei schwimmt er mit seiner an Beliebigkeit kaum zu übertreffenden Kumpelmasche ganz oben auf der moralinsauren linksgrünen Welle. Gerade der gebührengemästete öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt ohne seine tägliche Dosis Habeck offenbar nicht mehr aus. Im Paralleluniversum bleiben die Realitätsleugner eben am liebsten unter ihresgleichen. Das kann doch einfach nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Stück für Stück tut der AfD-Politiker die ganze Scheinheiligkeit von Robert Habeck sozusagen auseinandernehmen. Und ich kann Ihnen versprechen, der Höhepunkt, der kommt noch. Wir werden gleich noch einen weiteren Teil dieser genialen Abrechnung anschauen. Lassen Sie doch einfach mal einen Daumen nach oben da, wenn Sie genauso begeistert sind, wie ich es bin. Und jetzt muss ich Ihnen mal eine Frage stellen. Müssen Sie eigentlich auch immer so schmunzeln, wenn Robert Habeck jetzt in den letzten Wochen sich immer so staatsmännisch gegeben hat, sozusagen? Als man hat das Gefühl, er möchte Olaf Scholz gleich tun, er möchte sozusagen Bundeskanzler von Deutschland spielen. Und natürlich die Mainstream-Medien, die ja sowieso Robert Habeck die letzten Jahre schon immer hofiert haben, ihm jedes Mikrofon unter die Nase gehalten haben. Die springen da natürlich gleich auf. Der Spiegel schreibt zum Beispiel davon, Robert Habeck sei der nächste Bundeskanzler Deutschlands und lauter solche albernen Aussagen. Sie können ja mal Ihre Meinung in die Kommentare schreiben. Was sagen Sie denn zu dieser aufgesetzten Erhabenheit, die Robert Habeck jetzt in den letzten Wochen immer mit sich rumgetragen hat? Und natürlich, man kann es sich vorstellen, auch innerhalb der Ampelkoalition tut dieses Verhalten nicht nur für Begeisterung sorgen. So soll sich Annalena Baerbock schon häufiger mal bei Robert Habeck beschwert haben, dass er ihr sozusagen die Show stehlt. Jetzt bitte eine Runde Mitleid für Annalena Baerbock. Sie leistet sich hier den besten Friseur Deutschlands und wahrscheinlich auch den teuersten, natürlich auf Steuerzahlerkosten. Und dann richten sich alle Kameras immer nur auf Robert Habeck. Jetzt aber genug geredet. Wir schauen nun den Höhepunkt der Abrechnung des AfD-Politikers an. Viel Spaß! Seine ganze Überheblichkeit zeigt der von vielen als Muttis Liebling wahrgenommene grüne Co-Vorsitzende in diesem einen Satz. Seine Partei müsse manche Debatten stellvertretend für die Gesellschaft führen. Von der Gentechnik bis hin zur Außenpolitik. Dahinter verbirgt sich ein diffamierendes, totalitäres Denken eines intellektuell wachsweichen Politaktivisten, dem Andersdenkende ein absoluter Graus sind. Der bis in die höchsten Sphären der Peinlichkeit empor gelobhudelte Mann glänzt nie durch Inhalte. Das wird dann schnell peinlich. Und hier trifft er doch wirklich den Nagel auf den Kopf. Besser hätte man es wohl nicht sagen können. Vielen Dank dafür, dass mir der Sonntag auf diese Art und Weise versüßt wurde. Und Sie können jetzt Ihren Teil dazu beitragen, indem Sie mir noch ein Abo dalassen. So unterstützen Sie unsere gemeinsame Bewegung, die von Tag zu Tag größer wird. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video.